Willkommen, liebe Zuschauer, bei der Aktionär TV. Der Start ins Jahr 2013 ist schon spektakulär verlaufen. Zuletzt haben wir jetzt die Wahl in Italien beobachtet, die für Turbulenzen gesorgt hat an den Finanzmärkten. Jetzt bald steht die Dividendensaison an und dann schauen wir gleich mal drauf, welche sind denn die besten Dividendentitel zurzeit, die man im Markt finden kann. Darüber sprechen wir gleich nach der Themenübersicht. Hier können Sie abkassieren, die besten Dividendenaktien der Welt im Check. Dann kommen wir zum Chartcheck, Einzelwerte und Indizes in der technischen Analyse. Und das Online-Realdepot Italiens Wahlfiasko spült den Highflyer raus. Die besten Dividendenaktien der Welt, so lautet das Titelthema im Anlegermagazin Der Aktionär. Hohe Renditen und großes Kurspotenzial. Bei welchen Topwerten Sie so richtig abkassieren können, darüber sprechen wir jetzt. Ich begrüße Michael Schröder vom Anlegermagazin Der Aktionär. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Damm. Also die Dividendensaison steht jetzt kurz bevor. Die Hauptversammlungen laufen so langsam schon an. Wir haben schon einige spannende Hauptversammlungen auch gesehen. Bei der breiten Masse geht es jetzt in den kommenden Wochen so richtig erst los. Wo liegt überhaupt ganz grundsätzlich erstmal der Reiz für Anleger? Was macht dividendenstarke Titel so interessant? Ja, im Prinzip haben Sie es gerade schon gesagt. Hohe Renditen bei einer überdurchschnittlichen Kurs-Performance-Chance. Das sind eigentlich die Hauptaspekte, die Dividendenaktien so interessant machen. Hier muss man natürlich sagen, dass eine Dividendenstrategie oder Anleger, die auf Dividendenaktien setzen, langfristig orientiert arbeiten müssen. Also man kann hier nicht mit den schnellen Gewinnen hantieren und agieren. Das hat also mit einer Dividendenstrategie wenig zu tun. Aber man sieht, dass Dividendenaktien in der Tat langfristig erfolgreicher sind als viele andere Werte, die keine Dividende ausschütten. Das haben in den letzten Jahren einige Untersuchungen, Statistiken ganz klar hervorgebracht. Hier wird auch schnell deutlich, dass die Dividendenrendite einen großen Anteil der Wertentwicklung, der Performance einer Anlage ausmacht. Bis zu ein Drittel hat man hier ermittelt, langfristig. Und die Dividendenrendite dient natürlich auch in schwachen Börsenphasen als Puffer bei einer Anlage. Also es gibt viele Anleger, die sich mit einer Rendite zwischen 2 und 5% im Jahr begnügen. Hier bräuchte man im Prinzip gar keine Kursperformance, um hier schon eine stattliche, ansehnliche Rendite zu erzielen. Aber in guten Zeiten kann man noch hinten anfügen, machen sich natürlich Dividendentitel auch positiv in einer Kursperformance bemerkbar, weil solche Werte, die eine Dividende, eine Rendite ausschütten, auch operativ gut aufgestellt sind. Deren Bilanz ist sauber und sehr gut. Also alles in allem spricht sehr vieles für diese Dividendenaktien. Hier vielleicht noch ein Beispiel: der Dividenden-DAX, der die 15 stärksten Dividendentitel aus dem DAX zusammenfasst, hat in den letzten 12 Jahren über 80% an Wert zugelegt. Also hier sieht man schon, ist eine stattliche Rendite möglich. Und guckt man auf die blanken Zahlen bei den einzelnen Blue Chips hier im DAX, die jetzt in den kommenden Wochen ihre Dividenden nach den Hauptversammlungen ausschütten, lassen sich diese Renditen auch sehen, sind also deutlich höher als bei einem Sparbuch oder einer Versicherung oder einer Bundesanleihe. Das war jetzt schon ganz schön viele Fakten in der ersten Frage direkt. Schauen wir nochmal nach und nach drauf. Bleiben wir nochmal bei diesen Renditen. Gerade auch in Zeiten von Tagesgeld und Tages- und Festgeldzinsen, die ja gegen Null laufen, immer mehr sind natürlich auch diese Dividendenrenditen sehr spannend für die Anleger. Wie hoch wird diese Rendite im Schnitt ausfallen dieses Jahr? Kann man das schon sagen? Ja, da gibt es jetzt eine ganz aktuelle Studie der DZ Bank. Die haben einen Median ermittelt für die Dividendensaison 2013. Einmal für den DAX mit 3,2% und für den Eurostox, also für die europäischen Blue Chips, haben sie eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,1% ermittelt. Auch hier sieht man ganz deutlich, dass man deutlich besser fährt als mit dem herkömmlichen Sparbuch oder anderen Niedrigzinslinien. Papieren. Also schlussendlich Dividende eine durchaus lukrative Angelegenheit. Jetzt allerdings nur die Dividendenrendite als Kriterium zu nehmen, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gedacht. Welche weiteren Faktoren sollte man dann noch in Betracht ziehen, wenn man sich jetzt für einen dividendenstarken Wert interessiert? Ja,
da haben Sie natürlich vollkommen recht. Auch weitere Bewertungskennzahlen und fundamentale Eckdaten muss man sich anschauen, die eine hohe Eigenkapitalrendite, eine niedrige Verschuldung und auch ein nachhaltiges Gewinnwachstum gepaart mit einer niedrigen Bewertung sind natürlich auch sehr wichtig. Man darf eben nicht nur auf sich von den blanken Dividendenrenditen anlocken lassen. Aber auch hier gilt wieder, Unternehmen, die eben über all die genannten Punkte verfügen oder hier gute Werte haben, konnten in den letzten Jahren auch eine solide Dividende kontinuierlich ausschütten. Und da sind wir direkt schon bei dem nächsten wichtigen Punkt, die Dividendenkontinuität. Es ist also nicht nur relevant, dass Unternehmen einmal im Jahr oder alle 10 Jahre eine tolle Dividende ausschüttet. Damit hat man in dieser langfristigen Anlage nicht viel gewonnen. Wichtig ist, dass über die Jahre hinweg kontinuierlich im Idealfall die konstante Dividende ausgeschüttet wird oder besser sogar noch die Dividende Jahr für Jahr erhöht wird. Auch hier gibt es eine Reihe von interessanten Werten. Und last but not least muss man natürlich auch hier bei einer Anlage wie auch bei Aktien generell die breite Streuung nicht außer Acht lassen. Man kann hier schön in verschiedenen Ländern und Branchen investieren, weil die Dividendenwerte sind ja breit verteilt. Also man muss einiges beachten. Zum Glück haben Sie den Anlegern auch schon eine Menge Arbeit abgenommen, haben in der aktuellen Ausgabe vom Aktionär die 600 stärksten Werte unter die Lupe genommen, was die Dividende anbelangt. Wer sind jetzt die Besten der Besten Ihrer Meinung nach? Ja, wir haben es natürlich auch hier wieder nach Ländern und Regionen ausgewählt. Zuerst einmal im DAX. Hier denken Anleger natürlich schnell an die Telekom oder an eine E.ON, die mit Dividendenrenditen für das abgelaufene Jahr von über 8% glänzen. Aber hier trifft genau das ein, was ich bei der vorherigen Frage gesagt habe. Die Aussichten sind nicht wirklich rosig. Die Telekom beispielsweise muss aufgrund von Sparprogrammen die Dividende im nächsten Jahr kürzen. Also die Dividende fällt deutlich zurück und auch so fundamental sind die Aussichten nicht wirklich gut. Bei der E.ON hat es in den Medien in den letzten Wochen und auch beim Aktionär oft genug lesen können, die Aussichten auch nicht mehr ganz so rosig. Deswegen sollte man sich hier vielleicht eher auf eine nicht ganz so hohe Dividendenrendite konzentrieren. Wir haben in der aktuellen Ausgabe hier vornehmlich die Münchner Rück als großen Versicherer oder auch eine Daimler hervorgehoben. Die weiteren Details kann man gerne natürlich in der aktuellen Titelstory, im aktuellen Heft nachlesen. Jetzt sind wir so ein bisschen beim DAX hängen geblieben. Es gibt ja auch in der zweiten und dritten Reihe spannende Werte mit einer hohen Dividendenrendite. Welche weiteren Kriterien sollte man da an den Tag legen? Ja, bei den Small Caps, bei den Micro Caps gibt es in der Tat reichlich Werte mit einer sehr hohen Dividende. Aber hier gilt es neben den vorhin schon genannten Kriterien auch immer die Liquidität in der Aktie genau unter die Lupe zu nehmen, weil es muss ein reger liquider Handel vorhanden sein. Und natürlich gerade bei den Small Caps die glänzen sehr oft mit hohen einmaligen Dividenden, die Kontinuität ein sehr großes Thema. Aber auch hier gibt es, wenn man sich mit der Sache intensiv beschäftigt, eine gute Mischung. Wir haben aus der zweiten Reihe eine Metro hier, die wir mit in die Waagschale geworfen haben. Im TechDAX gibt es die beiden Mobilfunkdienstleister Freenet, Drillisch, die schon über Jahre mit einer hohen Dividende glänzen können. Aber wenn man das in der Marktkapitalisierung noch weiter runterbricht, es gibt da eine Reihe von lukrativen Werten. Wie gesagt, auch hier die Empfehlung, den aktuellen Aktionär zu lesen, zu kaufen. Also es gibt selbst in einer Marktkapitalisierung im Bereich von 20 bis 30 Millionen durchaus spannende Titel, die in ein langfristiges Dividendendepot gehören können. Und die Mischung macht's also, dann vielleicht auch der Blick über den Tellerrand hinaus lohnenswert, also mal über diesen kleinen Teller Deutschland hinaus geblickt im Ausland. Wer sind da Ihre Favoriten bei den dividendenstarken Aktien? Da in Europa gibt es natürlich die Energiekonzerne in Frankreich, in Spanien, in Italien, die allesamt mit einer hohen Dividendenrendite locken, aber auch die Tabakkonzerne in Europa und Amerika. Hier vielleicht noch eine Besonderheit, dass viele Unternehmenkonzerne in Europa ihre Dividende anders als in Deutschland quartalsweise ausschütten. In Amerika ist dieses Szenario quasi komplett verbreitet. Hier werden immer Quartalsdividenden ausgeschüttet. Hat den Vorteil, dass die Anleger das frische Geld bereits wieder nach 3 Monaten auf ihrem Konto haben und so neu investieren können, entweder reinvestieren in denselben Wert oder in weitere interessante Werte. Das heißt also, ein Teil des Depots sollte man langfristig ausgerichtet durchaus in dividendenstarke Aktien investieren. Ja, aus meiner Sicht oder auch aus der Sicht des Aktionärs ist langfristig, wie jetzt gerade besprochen, diese Dividendenstrategie sehr erfolgreich.
es sichert in schwächeren Phasen oder in unsicheren Phasen, wie wir sie in den letzten Jahren sehr oft hatten, dient die Dividende als solider Puffer. Aber in wachstumsstarken Phasen, wo die Indizes nach oben stellen, bleibt man mit vielen Dividendenwerten eventuell ein wenig hinter den Wachstumswerten zurück. Aber wenn man hier den Median sieht, die gesunde Mischung sieht, fährt man langfristig mit Dividendenaktien auf jeden Fall sehr erfolgreich. Besten Dank fürs Erste, Michael Schröder vom Anlegermagazin Der Aktionär. Sie bleiben noch bei uns zu Gast. Sie kommen gleich wieder, wenn wir noch über das Online-Real-Depot sprechen. Liebe Zuschauer, zunächst noch der Blick auf die Charttechnik. Wir schauen wieder auf den DAX natürlich und auf ausgewählte Einzeltitel jetzt bei uns im Chartcheck.